auch heute, und das wissen wir, machen wir uns nicht so viele Freunde bei denjenigen, denen Promi Big Brother total egal ist. Aber einigen ist es nicht egal und einigen gefällt unser Format so richtig gut. Und die begrüßen wir natürlich ganz, ganz herzlich zu unserer Late-Nacht-Gesprächsrunde, die heute wirklich sehr, sehr spät ist. Aber wir begrüßen natürlich jeden, der jetzt gerade bei Astro TV zuschaut, und auch die verwirrten Personen, die sich jetzt auf Sandra Plagemann gefreut haben, die brauchen keine Angst haben, denn wir sehen sie und wir hören ihr Lachen. Sie ist nämlich im Studio nebenan, die Sandra, und sie ist weiterhin natürlich zu erreichen. Erstmal herzlichen Dank, meine liebe Sandra, dass wir uns die halbe Stunde klauen durften, und ich bin mir sicher, du fragst dich, was ist eigentlich dieses Promi Big Brother, oder? Ja. Unbedingt, ne? Also es ist nicht ganz mein Format, also ich bin jetzt mal gespannt. Trotz alledem gibst du uns ein bisschen Zeit von deiner Stunde ja, ab. Ja, sehr gerne, natürlich. Es ist ja auch eine gute Zeit für dich, denn das Schöne an dieser halben Stunde, du bist nach wie vor zu erreichen. Unbedingt. Und zwar ab jetzt komplett anonym, aber nicht nur anonym, sondern du nimmst dir richtig viel Zeit jetzt für die Anrufer. Das heißt, es gibt jetzt bei Sandra Plagemann weiterhin Beratungen, aber XXL-Beratungen. Ja. Ich glaube, ihr Berater mögt das auch mal ganz gerne, bei AstroTV zu sein und eben nicht schnell zu machen, oder? Nein, ich habe sowieso, das ist ja meine Spezialität, ne? Die langen Beratungen ausführlich. Und jetzt ist die Gelegenheit. Toll. Genau, jetzt ist die Gelegenheit. Eine halbe Stunde ist Sandra noch on air. Eine halbe Stunde zwar im Hintergrund, aber das hat ja nichts zu sagen. Sie können sie trotzdem erreichen, und das eben zu der XXL-Beratung. Sandra, viel Spaß. Wir melden uns später nochmal. Und danke nochmal für die halbe Stunde, ja, die wir uns mopsen durften. Aber es ist ja wirklich so, es gibt einige, auch spirituelle Menschen, die Big Brother gerne gucken und auch Promi Big Brother gerne gucken. Auslöser war natürlich auch unser Daniel Greibig, der ja eigentlich noch im Haus sein sollte, aber irgendwie, man hat ihn kaum gesehen. Nee. Aber dafür sind andere spirituelle Menschen da. Gitta Sachs ist eine gute Vertretung, finde ich. Die macht das super, wunderbar. Super, die ist absolut, ich schließe immer mehr ans Herz. Jeden Abend kommt immer so kleine Stückchen, wo ich denke, ach, die ist... Ja, sie geht leider, also ich glaube, sie ist keine große Favoritin, meiner Meinung nach, weil sie fast ein bisschen zu lieb, fast ein bisschen zu sehr untergeht, aber man weiß es nicht. Die wird sich so ein bisschen durchschlängeln. Genau, und man weiß auch nie, wie das Publikum reagiert. Das, weil es gibt natürlich schon immer wieder die Dominanteren, auch die Dominanten, die ein bisschen negativer auffallen, aber auch die Dominanten, die eben positiv auffallen. Und sie gehört irgendwie zu den Schleichern. Und ich fand heute sehr schön, als Marlene bei den Kollegen von Sat.1 gesagt hat, Mimi ist raus. Das wäre ihnen gar nicht aufgefallen, wenn sie die Kandidaten nicht durchgezählt hätten. Ja, weil sie war drin irgendwie. Genau. Sie war irgendwie drin, aber... Wenn, dann hat sie halt Mimimi gemacht, ja. Und ich meine, sie hat doch alles geschafft. Sie war im Playboy. Der kam während der Sendung raus, also aktuell diese Woche. Sat.1 hat den, das fand ich ja auch geil, dass Sat.1 die Bilder, das war ja wirklich in Szene gesetzt, diese Bilder, und guckt, die nimmt das mit für die Bewohner. Das war, die müssen doch auch Kohle dafür kriegen, dass die Bilder kommen unter uns. Also das macht doch Sat.1 einfach so. Es ist, ja, also, es ist ja so, wir haben ja gestern mit Silvia Live halt geredet. Ja. Die war ja auch im Playboy. Also es gibt ja immer eine Promi-Bewohnerin, die sich auszieht. Die, sagt man so, blank zieht, ja, kann man so sagen. Ne? Blank gezogen haben sie sich heute übrigens auch im Promi-Big Brother-Haus. Allerdings nicht die Frauen, sondern die Männer. Aber dazu kommen wir später noch. Also man hat viel gesehen, was man vielleicht gar nicht sehen wollte. Genau. Und über zu dem Thema Favorite, wo du gesagt hast, hier mit Gitta Sachs, die schlängelt sich vielleicht so ein bisschen durch. Sie muss ja gar nicht gewinnen im Grunde, weil es gibt ja, guck mal, der erste Big Brother-Gewinner war damals John, den keiner mehr kennt, wer ist bekannt geworden. Jürgen ist heute noch im Mediengeschäft, der einfach der Liebling war, aber der zweite im Grunde. Also man muss nicht unbedingt gewinnen, dass es so einen Schub gibt von der ganzen Karriere. Nein, ich finde, das ist also super. Es gibt ja ganz viele, die machen bei so einem Format mit, egal ob sie jetzt gewinnen oder nicht, aber danach haben sie erstmal Aufträge für die nächsten 2-3 Jahre, wenn sie es clever machen. Mimi, ist die eine so clevere? Also dass sie dieses, diesen Fame vom Promi Big Brother auch nutzen kann, weil es ist ja nicht ihr erstes Format, woher man sie kennt. Und sie ist ja wegen einem anderen Format überhaupt in dieses Format gekommen. Dieses Jahr auch. Also, es ist, also vom Horoskop her kann man eigentlich fast sagen, es ist nicht so wirklich ihr Jahr. Also es ist so gewollt, aber irgendwie nicht gekonnt. Sie hat sehr starke Spannungen im Horoskop drin, die alle mit dem Mond zu tun haben. Mond ist die Gefühle, ist das Publikum, ist das eigene Gefühl. Ich meine, sie hat ja nur
Mimimi gemacht im Haus. Ja, aber ich meine, sie hat damals beim Bachelor, und damit ist sie ja bekannt geworden, eigentlich die letzte Rose bekommen, aber die hat er ihr dann auch noch mit weggenommen. Also ist doch klar, dass die irgendwann mal Mimimi macht. Da sollen sie nochmal überlegen, warum er die weggenommen hat. Ne? Also, das muss man ja auch mal dazu sagen. Also, und auch jetzt im Moment, ja, hat sie einen Aspekt, der kommt nur alle 28,5 Jahre, wo Emotionen eigentlich Achterbahn fahren. Also eigentlich hätte sie jetzt eher so Privatleben gebraucht und nicht die Medienwelt, weil ich weiß nicht, ob es ein guter Start für sie war. Weil sie hat jetzt zweimal es versemmelt. Ich hätte ein anderes Wort auf. Ich habe versucht zu umschreiben. Also sie hat einen Bachelor, ging nach hinten los, am Ende für sie. Ja, aber war sie da schuld? Ich habe es nicht gesehen. Also ich gucke den Bachelor nicht. Also war sie da schuld? Oder ist der Bachelor nicht dann der böse Junge gewesen, der sie bis zum Schluss durchgezogen hat und am Schluss sagt er, war wohl nix. Bachelor ist ja eben so eine Geschichte, wo man denkt, am Ende sind es irgendwie beide. Na gut, also egal wie rum, ich verstehe nicht, wie man da mitmachen kann. Egal, aber ist ja wurscht. Andere Geschichte. Aber sie hat eben sehr starke Emotionen drin. Und da sollte man nicht unbedingt in die Medien raus, wenn man die eigenen Emotionen jetzt aber nicht so... Ja, aber da hast du es ja gesagt. Also eigentlich hätte sie sich von dir zuvor vielleicht schon mal ihr Horoskop erstellen lassen sollen, was man übrigens kann. Denn es gibt ein Vorschau-Horoskop von Timo, das man auch bestellen kann für 99 Euro. Da ist man für die nächsten 12 Monate wirklich gut gewappnet. Also ab dem Zeitpunkt, wo man es bestellt, ab da laufen diese 12 Monate, egal ob es Anfang oder Mitte oder Dreiviertel des Jahres ist. Aber das ist eben dieses... warum es sich lohnt, ins Horoskop zu blicken. Denn es sind manchmal eben Phasen im Leben, du hast es ja bei Daniel Kalbich eben auch gesehen, das war vielleicht nicht das Jahr, vielleicht hätte er noch ein Jahr warten müssen und nächstes Jahr mitmachen. Und das zeigt die Astrologie, man kann eben wie so ein Zeitplan, also Stundenplan. Wenn auf Stundenplan steht, du hast Sport und kommst mit deinem Mathebuch, ist auch doof. Also dann kommst du nicht sehr weit oder umgekehrt. Also man hat einfach so einen Zeitplan, wo man beachten sollte in der Astrologie, Und das ist eben wichtig. Und sie hat eben sehr emotionale Jahre. Und da ist dann natürlich ein Reality-Format. Oh, alles andere als gut. Ja, da machst du vielleicht eine Show mit, wo du 2-3 Stunden drauf bist, meinetwegen. Aber nicht irgendwie 24 Stunden zu sehen. Und Bachelor ist ja genau dasselbe Prinzip, wo du ja auch 24 Stunden irgendwie auf Kamera gefilmt bist. Und was ja auch mit Emotionen zu tun hat. Bachelor, die große Liebe finden, ist auch wieder Herzthema dabei. Und na gut, sie hat Playboy gut promotet. Das bringt ihr auf jeden Fall einen guten Schwung. Das muss man schon sagen. Also das ist jetzt nicht so verkehrt. Ja, sie hat jetzt auch einen kleinen Aspekt, den sie nochmal abbekommt mit Jupiter, wo das einfach nochmal Schwung kriegt. Also so ganz verkehrt ist es auch nicht. Aber ich würde ihr jetzt raten, lieber mal zu Gast irgendwo zu sein. Aber ich glaube auch wirklich, das mit dem Playboy ist natürlich entstanden, weil sie Bewohner, also nicht wegen Bachelor, sondern weil sie ins Promi Big Brother Haus einzieht. Ne? Also deswegen ist es ja auch genau in der Zeit veröffentlicht worden, das Magazin. Ich glaube. Das Männermagazin, das die Männer ja nur wegen den Artikeln kaufen, aber niemals wegen mir. Ja, natürlich. Aber ich glaube, der Playboy bekommt vorher so eine Liste, wer alles im Big Brother Haus ist. Und sucht sich dann... Gitter war ja schon, also die ist abgehackt. Und ansonsten, wobei, Peyton hätte es eigentlich auch sein können. Also ich finde, Peyton vom Typ her wäre eigentlich mehr so ein Playboy-Typ als Mimi. Also ich finde die jetzt gar nicht so, dass man sich denkt, das ist so eine Playmate oder so. Nee, deswegen, es passt eigentlich schon nicht so. Ja, aber es wird ihr gute Aufträge bringen, das auf jeden Fall. Das muss man sagen. Und Peyton ist noch zu unbekannt, finde ich. Die ist noch ein Stückchen eben unbekannt. Ja, genau, was hat die eigentlich gemacht? Die war, ich mache mal eine schlaue Tabelle auf. Du musst selber nachgucken. Wer ist das? Die ist Influencer. Genau, das habe ich mir aufgeschrieben. Influencerin. Naja, dann ist ja alles klar. Ja, weil ich habe mir so eine kleine Tabelle gemacht, weil man einfach nicht weiß. Mittlerweile kennt man mindestens die Namen an. Ich müsste sie auch wegschmeißen übrigens. Ist mir aufgefallen. Das haben wir gestern oder vorgestern gar nicht gemacht. Die Heike, ne? Die Heike. Bei Daniel haben wir es auch gemacht. Weg. Ist nicht mehr dabei. Bitte aufs Laufband achten, liebe Zuschauer. Hier sind unsere Mitmachregeln drin und wie du zu Sandra ins Nebenstudio kommen kannst. Und das anonym. XXL-Beratung. Genau. Ja, haben wir gerade schon gesagt. Man kann auch dein Horoskop kaufen. Richtig, das steht hier unter der 0800 408 686. Auch gerne die Telefonnummer aufschreiben. Da kann man auch gerne nach der Sendung natürlich bestellen. Also ein Ticket nach der Sendung auf jeden Fall noch. Es lohnt sich. Also wir kriegen es ja mit. Wir als Zuschauer haben manchmal dieses Gefühl, es sind Menschen, die ziehen da ein, die sind einem unglaublich sympathisch. Aber in diesen 3 Wochen, da passiert ganz viel. Und plötzlich wird aus dem sympathischen Menschen irgendjemanden, wo man sagt, das hätte ich gar nicht gedacht, aber jetzt mag ich den nicht mehr. Oder umgekehrt, kann es nämlich auch sein, also dass aus irgendeinem Unsympath plötzlich irgendetwas hervorkommt, wo man sich denkt, Mensch, den habe ich dann doch ganz gerne. Bei Mimi, die war immer irgendwie so ein bisschen gleichbleibend. Heute tat sie einem ja ein bisschen leid, weil sie hat genau das, was du gerade
gerade sagst, ja, dieses Gefühlschaos erlebt. Das, ja, heißt, sie hat geweint, ihr ging es seelisch nicht gut, ihr ging es körperlich nicht gut. Sie hat es nicht mehr ausgehalten in dieser Enge. Und ich kann es so gut verstehen. Die sitzt da unten in der Raumstation. Da ist kein Licht, da ist, ja, keine Luft. Da, ja, sitzt man auf engstem Raum. Also jetzt sagt man immer, was sind das für Weicheier, die ziehen in so ein Format. Aber ich glaube, die wissen wirklich manchmal nicht, auf was sie sich da einlassen. Eben, weil das ist auch, ich finde es ja auch wirklich extrem hart, dieser armen Bereich. Weil die eben, der sah ganz gut aus am Anfang. Weißt du noch, wie wir gesagt haben, die haben zwei Betten, denen geht es ja eigentlich, ja, ganz gut, alles ist sauber. Warmes Wasser. Auch, ja, war auch nicht immer, aber halt die haben kein Tageslicht. Andere Herausforderungen. Und wenn ich mir da vorstelle, ich gehe in diese Luke rein, wo ich dann die anderen sehe und sehe plötzlich, oh, Sonne. Das ist so, ich habe da richtig mitgekriegt, weil die haben alles so geguckt, so als ob du so drei Wochen lang irgendwie aus dem Hotel rauskommst und denkst, oh, Sonne. Das ist schon, hart. Ich bin ja so naturverbunden. Also mir würde das wirklich auch schwerfallen und deswegen kann ich das auch gut verstehen, dass sie einfach dann irgendwann nicht mehr konnte. Was ich allerdings schon wieder nicht verstehe. Achtung, jetzt und kommt. Es ist der zweite Fall, der passiert ist, die ist einfach sang- und klanglos gegangen, oder? Also man, ja, hat doch nicht gesehen, dass sie davor, genauso wie bei Daniel Greimig, ja, die haben vielleicht mal so ein bisschen gesagt, also gestern hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet, dass sie kraftlos ist oder so, aber dann gehen die ins Sprechzimmer. Ist das jetzt die neue Art, sich zu verabschieden, nämlich nichts zu sagen? Ich verstehe, ich finde es ein bisschen feige, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ja wie in der Firma, es ist ja wie wenn ich jetzt einfach morgen nicht mehr auftauche, deiner Chefin Bescheid sage, ich komme gar nicht. Ja, ich komme gar nicht im Grunde, ja. Und du stehst dann hier und wir konnten uns nicht verabschieden, weil irgendwie, keine Ahnung. Also ich finde das schon feige. Und vor allen Dingen, sie hätte sich ja wirklich so in Szene setzen können, indem sie sagt, ach, ich will gehen. Da gibt es ja immer eine Diskussion erstmal. Und dann motiviert man sich ja auch ein bisschen. Das war ja so die letzten Staffeln. Also jeder, der irgendwo in einem Reality-Format war und sagte, ich gehe, dann wurde ja eigentlich aufgehalten in dem Sinne. Also deswegen glaube ich, die war einfach, ich meine, sie wusste das ja mit Playboy, dass dieses Überraschende getan, weil es ist halt schon komisch, wenn das gezeigt wird und einen Tag später gehst du. Weil du irgendwie so gefühlt hast du vielleicht dein Ziel. Du meinst, das war ein abgekatertes Spiel? Ich sag mal so, ich vermute es. Ich weiß es nicht. Als Zuschauer. Mimi, raus. Guck mal, die Heike hast du ganz toll gelassen. Guck mal, die Mimi wegkommt. Ja, ich kann doch auch keiner fast 70-jährigen Frau das Gesicht zerknüllen. Das geht nicht. Bei der kommen noch ein paar Falten dazu. Deswegen, da schadet es nicht. Was haben wir sonst noch gehabt? Wir hatten heute auch wieder ein paar Geschichten, die sehr auffallend waren. Mhm. Pascal und Erik. Bei beiden hat sich herausgestellt, dass beide ja Väter sind. Ja, der Pascal von einem Sohn, der Erik von einer Tochter. Mhm. Und beide haben keinen Kontakt zu ihren Kindern. Ich finde das komisch. Ich auch. Und vor allem Pascal sagte, als er gefragt wurde, möchtest du noch Kinder haben? Sagte, ach ja, ja. Wenn die richtige Frau. Und dann das Coole, was heißt das Coole? Das Krasse fand ich, wenn die richtige Frau, dann sofort. Wo ich mir denke, du hast doch eins. Kümmere dich doch erstmal ums erste, ja, Kind. Das ist wie wenn man ein Haustier hat und sagt, nö, der Hund gefällt mir nicht, mal auf den nächsten. Ja, also, und ich finde das auch, das ist verantwortungslos. Ja, also guck mal in sein Horoskop. Also, so Pascal, ne? Machen wir Pascal erstmal, ne? Genau, also das würde mich ja wirklich mal interessieren. Also kann man sowas sehen, dass der, keine Ahnung, so eine, ja, kann man sagen, verantwortungslos? Die Thematik bei Pascal war ja schon in der Family-Geschichte selber mit seinem Todesfall vom Vater. Und mit, das heißt, hier gibt es ja schon Thematiken vom Krebs her. So. Und das Problem ist, natürlich war das nicht gut, dass der Vater gestorben ist, aber dadurch hast du vieles vielleicht nicht mitbekommen in dem wichtigen Alter. Und ich meine, ein Kind ist nicht einfach so, was du abgibst und sagst, naja, ich komme mit dem Kind so gefühlt irgendwie nicht klar und deswegen gebe ich es ab. Und wenn das Kind denn da ist, ich weiß gar nicht, was ich mitmachen soll. Ja, wenn er es nie sieht, hat man auch keinen Kontakt. Also er hat schon so Annäherungsthematiken drin, wo man sagt, oh, das ist... Ja? Nein, red weiter. Ja, ja, ja. Nee, ich darf nur den Begriff Annäherung. Naja, Annäherung, nicht, dass er so distanziert ist. Was Annäherung bedeutet, das erfahrt ihr nach den Infos. Das heißt, jetzt wird es wieder eingespielt? Aufkommen. Mhm. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. So, da sind wir wieder zurück. Wir waren...
bei Pascal Annäherung. Und Annäherung. Er hat sehr distanzierte Geschichten zum Thema Family und auch zum Thema Kinder und eigene Kinder, ja. Wo man sagen muss, das kennt er einfach nicht. Da fehlt ihm auch verschiedene Planeten, wo er einfach kein Zutritt oder keinen Zugriff bekommt im Grunde. Und ich würde ihm nicht empfehlen, noch Kinder in die Welt zu setzen. Ich würde erst mal sagen, kümmere dich ums erste Kind. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich habe mich bei Pascal ein bisschen vertan. Ich fand ihn ja echt in der Vorstellungsmatz und so fand ich den wirklich ganz cool. Mittlerweile bin ich so ein bisschen zögerlich und weiß noch nicht so richtig, was ich von ihm halten soll. So richtig gefallen tut er mir gerade nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Sandra Balagemann übrigens gerade frei. Und ich hoffe, Sandra, es macht dir Spaß, dass du so viel Zeit für unsere Anrufer hast und dass viele probieren, dich natürlich auch zu erreichen. Läuft's denn? Ja, kleinen Moment mal bitte. Ne? Kann so. Ich nicht hören. Ich auch nicht. Jetzt habe ich das Lachen wieder gehört von Sandra. Man müsste bei Sandra Plagemann wie bei Daniel Kreibich eigentlich auch so eine kleine Lach-App erfinden. Ich weiß nicht, Sandra, ob du das mitbekommen hast, aber ja, so Daniel Kreibich war ja auch in dem Haus und von dem seiner Lache gibt es mittlerweile einen Klingelton. Und ich finde, das könnte man dann auch machen. Also wenn es den von mir gibt, dann möchte ich den auch haben. Sandra, danke, ne? Du bist jetzt noch zu erreichen. Ja. Und ein kleiner Hinweis für unsere Zuschauer, auch wenn wir Sandra Sendezeit in irgendeiner Form wegnehmen, nehmen wir ihr keine Sendezeit weg, sondern sie ist eben zu erreichen. Und das Gute für sie ist, dass sie eben nicht einfach nur kurz zu erreichen ist, sondern heute anonym und mit einer XXL-Beratung. Das heißt, jetzt wirklich bis 1 Uhr nutzen Sie die Chance. Das ist sehr, sehr selten. Und es ist ja etwas, was dir auch sehr große Freude macht, Sandra. Ja, absolut, absolut. Meine Kunden genießen es auch gerade. Ich habe auch gerade eine liebe Kundin hier am Ohr. Ne? Und sie dürfen weiterhin zu mir kommen. XXL-Beratung, ich freue mich. Genau, und das sind die Kunden, die sagen, um Gottes Willen, bitte macht jetzt jeden Abend, egal ob Promi Big Brother oder irgendwas, aber macht ein Nachtgespräch und diskutiert über irgendwelche Prominente. Interessiert mich nicht, aber dafür kriegen wir eine XXL-Beratung von Sandra Plagemann. Ich sage jetzt die nach Berlin, das ist kein Thema. Liebe Kunden, Pascal, da sind wir stehen geblieben. Thema Annäherung. Gestern fand ich es ja noch ganz cool, dass er irgendwie so ein bisschen auf Dani losgegangen ist und ihr das mal so ein bisschen gesagt hat, was er von ihr hält. Du hast ja gesagt, da ist noch nicht alles ausgesprochen. Das heißt, die Annäherung hat heute ja schon ein bisschen stattgefunden. Ja. Wobei Dani eher so himmelnd war und er war eher so ein bisschen augenrollend. Eben, also es ist aber die ganze Zeit hier irgendwie schon. Das Tolle fand ich, er hat ja erstmal, hier wurde er erstmal anmoderiert, oder er findet ja ganz toll Melanie ganz toll. Und dann kam aber doch wieder Dani ins Spiel, ne? Die ständig neben ihm steht und egal was er macht, wird immer so, aber immer mit so einem Oh und was und so weiter. Aber Dani. Du hast mich gerade angeguckt wie Dani Büchner, das macht mir Angst. Entschuldigung. Aber die beiden, da ist ein, wenn man die zwei Horoskope miteinander vergleicht, da ist schon eine sexuelle Spannung. Aber nur eine sexuelle, also keine Partnerschaftsgeschichten. Ich meine, immerhin. Ich bin so gespannt, was da noch passiert. Also ich glaube es dir ja immer noch nicht so richtig. Wobei ich würde es der Dani ja auch wirklich mal gönnen, weil wenn man sich hier den letzten. Von ihr spürt man das schon. Ja, weil Ernesto? Dieser Ernesto. Hör auf, das war's. Also das finde ich, das ist ja, also ich hab das nie verstanden. Also Jens ist ein lieber Kerl gewesen, aber Ernesto habe ich nie verstanden. Ist ja eher hier ein Glücksfall. Also das muss man ja mal wirklich sagen. Ich finde auch, dass der viel, viel besser zu der anderen da gepasst hat. Wie heißt sie nochmal? Die Helena. Zu der, also das war ein Traumpaar, fand ich. Das war ein Traumpaar. Sie kriegen es mit, wir schweifen ein bisschen ab, kommen von einem Trash-Format ins nächste. Übrigens, für alle die heute auf Mr. Germany noch warten, man muss ganz ehrlich sagen, Dominik Brundner, er hat uns heute kurzfristig aus familiären Gründen abgesagt und da haben wir immer natürlich auch sehr viel Verständnis für, denn Familie geht vor, aber er hat uns versprochen, nächste Woche mit am Start zu sein. Also nächste Woche, Dominik Brundner wird bei uns sein und darauf kann man sich freuen, denn der ist auch was zum Gucken. Der ist auch was zum Gucken, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und hier Dani und unseren Pascal hier vor allen Dingen, er ist halt ein Macho, er hat Mars im Widder stehen, das kommt ganz astrologisch, im Quadrat zu Jupiter. Jupiter macht immer alles. Das ist genau die Sprache, die ich liebe bei euch. Deswegen erkläre ich es ja. Liebe Zuschauer, bitte aufs Laufband achten, hier stehen unsere Mitmachregeln drin und wie du ins Studio kommen kannst zu, hier, Sandra Plagemann. XXL-Beratung. Genau. Sag's nochmal dazu. Deswegen erkläre ich es ja. Nur noch circa 10 Minuten. 10 Minuten haben wir nur noch. 8 Minuten.
Ja, es geht immer ratzfatz die Zeit vorbei. Ne? Also, deswegen klar ist ja Mars Mann im Horoskop. Widder ist das männliche Prinzip. Jupiter macht alles größer. Er ist ein großer Macho. Aber er kommt eben nicht so dolle an, wie er denkt. Also ich glaube, das ist nämlich die Spannung, die dann zwischen dem Aspekt herrscht, weil es ist kein positiver Aspekt. Wäre es ein positiver Aspekt, würde man sagen, ach, der hätte dann nicht schon in der zweiten Nacht so quasi so weit gehabt. Er schafft es halt nicht, weil er eben so Aussagen dann macht, wie zum Beispiel, du hast mir überhaupt nicht gefallen beim Dschungel. Dann sagt Dani, aber trotzdem findet sie ihn wahrscheinlich, also vom Horoskop her, ist da eine Verbindung. Aber ich würde... Sag mir mal kurz das Sternzeichen, ich war kurz mal abgelenkt. Pascal ist Zwillinge. Pass auf, und Dani, dann gucke ich meine schlaue Liste nochmal. Dani Büchner ist nämlich Fische. Und Fische... Ah, suchen ja immer die Traumwelt. Ich bin ja auch Fischlein. Ja. Man sucht ja immer so die Traumwelt. Man sucht immer den Traum. So. Und ich würde es Dani auch nicht empfehlen. Aber man sieht eben, dass sie ihn toll findet. Das ist so ein bisschen dieses Bad Boy-Gehabe. Weißt du, so dieses, wenn man sich früher in der Schule geneckt hat, kennst du das? Und man hat dich doch irgendwie gemocht. So mit 13, 14 merkst du, oh, Mädels sind ganz toll. Oder umgedreht ist ja wurscht. Okay, aber dann so lass uns Prinzip mal die andere raussuchen. Nämlich, die andere? Und das finde ich nämlich sehr lustig. Von der, ne? Also die hat ihn gerade so angeguckt. Die hier hat er allerdings so angeguckt. Das muss man ja auch wirklich sagen. Und da war Melanie, der Blick von ihr, den fand ich sehr, sehr schön, dass die beiden zusammengesessen haben. Und Melanie, können wir mal ganz kurz auf mich schwenken, um diesen Blick nachzumachen? Melanie reagierte so. Ja, genau. Und er doch, ist so alles fein, oder? Ja, genau. Das fand ich toll. Der hat es gar nicht gemerkt, dass sie eigentlich so ein bisschen abgenervt war von ihm. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Er merkt es gar nicht, dass er entweder in Tollpatsch ist oder dass er irgendwie nicht da ankommt, wo er ankommt. Da geht gar nichts. Kannst vergessen. Da geht nichts. Nein. Um Gottes Willen. Melanie hat ihre definitiv Prinzipien, wo sie sagt, jünger geht gar nicht. Ah, der kann es vergessen. Er träumt sich das aber. Ja. Wurscht. Ja, manchmal muss man aufwachen, ja, aus den Träumen. Aber wir hatten es ja, das ist nicht über schlimm. Dani können wir heute nicht mehr reden, ich kann sie nicht mehr zeigen. Tut mir leid, aber da haben wir eh schon so viel geredet, also so viel Sendezeit wollen wir ihr auch nicht schenken. Die holt sie sich schon im Big Brother Haus. Unser lieber Papi. Genau, lass uns mal über Papis reden, denn Papis fand ich ja auch immer echt sympathisch, weil der eben auch so seine Meinung kundgetan hat. Mhm. Gestern war es schon so ein bisschen grenzwertig, als die Diskussion mit Jörg dann losging, ja, und dem Paco. Ja. Ja. Und er ja dann schon auch eher auf Pacos Seite war. Das fand ich irgendwie so ein bisschen diese Verbindung von diesen verschiedenen Gruppierungen ein bisschen komisch. Dann war er heute mal sehr, sehr emotional und heute wurde auch ein Thema angesprochen, das fand ich auch mal wichtig und fand ich auch mal gut in so einem Format, nämlich da ging es ums Thema Rassismus. Er hat eben auch schon erzählt, wie oft er angefeindet worden ist, dass es eben ein Thema ist. Auch Ina konnte dazu einiges sagen. Also da fand ich diese stillen Momente mal ganz schön und ihn, das hat man auch gemerkt, hat das emotional natürlich total aufgewühlt. Also er hat viel geweint. Also auch hier eine ganz, ganz, und ich glaube, das hat noch nicht mal was mit sensibler Seite zu tun, sondern was mit Menschlichkeit. Ne? Das ist doch genau dasselbe, wie wenn du immer wieder gehänselt wirst oder irgendwas wegen, keine Ahnung was, also auch hier Menschen mit ein bisschen Bauch. Ja? Hast du? Nee, hab ich noch nie aufgefallen. So, wenn du das natürlich jeden Tag ständig hier dann sagst, das geht dir irgendwann in die Substanz, das ist total logisch. Vor allen Dingen, es ist ja was. Was so ist, ist ja nicht so, dass er gesagt hat, ich möchte diese Haut. Er hat sie nun mal. Also es ist ja nicht so was, wo man sich aus... Ich könnte ja rein theoretisch abnehmen, so sinngemäß. Ich könnte es, wenn ich wollte. So. Aber hier fand ich es toll. Und vor allen Dingen, dass es immer noch so ein ganz krasses Thema ist, sei es im Job. Er hat ja gesagt, er wurde von diesem Model-Manager oder irgendwas, der nur Italienisch gesprochen hat, und er spricht auch Italienisch, aber hat nicht so getan, wo dann der Model-Manager gesagt hat, suchen wir eigentlich Schwarze? So. Davon heutzutage, glaube ich, kann ich nicht mehr sagen. Nein, ich zitiere nur. Ja, ich weiß gar nicht, wie der politisch korrekte Begriff mittlerweile ist. Deswegen also, nur Zitat, was er gesagt hat. Aber und in Clubs, also auch bei jungen Leuten, man denkt ja manchmal, okay, die ältere Generation, da ist noch so ein Konflikt vielleicht manchmal, aber junge Leute im Club, die ihn ansprechen, und da frage ich mich, was soll dann der Mist? Was soll denn dieser Müll? Ja, aber ich glaube, da müssen wir echt noch viel arbeiten, aber das ist gut, dass wir aufmerksam gemacht werden, und es ist auch gut, dass viele Menschen eben auch auf die Straße gehen und eben auch für Gleichberechtigung sind, und zwar egal, ob es um Hautfarbe geht, ob es um Geschlechter, um Liebe, egal welche Themen, Menschen dürfen so leben, wie sie leben wollen, und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das fand ich ganz schön, dass sich Promi Big Brother eben auch mal diesem Thema so ein bisschen mal Zeit genommen hat. Allerdings
dann hat Paddy, finde ich, doch auch irgendwie so eine Seite gezeigt, wo ich ein bisschen irritiert war. Und ich habe sie nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Da ging es um ein Missverständnis von Ina, die verstanden hat, dass die Babs ins Sprechzimmer gehen sollte. Andersrum. Nein, die Babs sollte gehen, aber sie hat Papis verstanden. Genau, und dann hat sie Papis ins Sprechzimmer geschickt und der wurde vom Big Brother wieder unsanft rausgeworfen und war dann extrem sauer auf Ina, weil sie nicht richtig zugehört hat. Und da ist der fast ausgeflippt und hat die wirklich richtig böse angemacht. Das fand ich nicht schön. Er ist der Chef. Er ist Steinbock. Er sagt, wenn was falsch läuft. Er hat auch Maß im Steinbock. Ja, aber sie kommt immer drauf an, wie man sagt. Also natürlich. Das fand ich heute jetzt wirklich. Das ist auch ohne Zweifel. Er hat ihr ja noch vorgeworfen, sie hätte ihn angeschrien, was sie ihr nicht gesagt hat. Nein. Sie hat sich sogar entschuldigt, gesagt, ja sorry, ich habe es halt falsch verstanden. Dann motzt er sie an und sagt, da musst du besser zuhören. Ja, wäre auch toll. Das ist auch eine tolle Chefaussage. Eben. Da musst du besser zuhören oder das hätte man anders dann machen sollen. Nein, der hat Steinbock-Themen hier all Maß drin. Ja, das muss man sagen. Der hat Maß im Steinbock, der hat die Sonne. Wir sind gleich am Ende. Ich sag's noch einmal ganz kurz dazu. Dann ist auch Sandra Plagemann weg. Dann kommt Brigitte Heidemann. Yes. Auf die können Sie sich auch freuen. Aber wenn Sie jetzt noch eine anonyme XXL-Beratung haben wollen, halten Sie sich ran. Eben. Entschuldigung. Kein Thema. Der ist Steinbock durch und durch. Und Steinbock will das Sagen haben im Grunde. Aber die Thematik ist ja auch, er hat auch, wie ich finde, eine gewisse Aura, wo das irgendwie wirkt. Also es gibt ja Menschen, ist Diva, ne? Die wollen... Also er ist halt eine Diva. Genau, wenn ich jetzt da hinkomme und sage, du lieber Andrea, das hast du aber falsch gemacht, dann nimmst du mich nicht ernst. So, aber er hat halt eine gewisse Aura, wo das dann halt auch sitzt, das muss man sagen. Können wir noch kurz über meine Blonde reden? Die Blonde Peyton, meinst du? Die Blonde Peyton, wenn das geht. Natürlich. Weil bei den Blonden weiß man ja auch nicht mehr genau. Aber Babsi, aber das ist Peyton. So, und da waren ja die ganzen Männer, Erik und unser Lieber. Ihr müsst mir kurz eine Uhrzeit dann irgendwann mal durchgeben, dass wir auch ja pünktlich um 1 Uhr Platz für Brigitte Heidemann machen. Alles klar, okay. Weil die Uhr läuft falsch. Hier aber nicht. Nee. Aber egal. Wir haben noch 2 Minuten, also halt dich ran. Aber nur kurz zu ihr im Grunde. Und sie wegen Sandra auch ranhalten. Genau, nur kurz zu ihr. Sie wurde gefragt, wie viele Männer hat sie geküsst in ihrem Leben. Da hat sie gesagt, 7 Männer hat sie. Da waren sie alle erstaunt. Die ist 21 oder 22. Nee. Aber gut. Und da war sie so sehr, ach, wie kann man denn nur 7 Männer im Grunde, ja? Also da waren die Männer, finde ich, sehr, und ich denke mir, was ist denn das für ein Vergleich? Also mit 21 7 Männer geküsst haben, ist doch erstmal voll in Ordnung. Und dann gab es noch Tinder-Dates, das müssen wir nächste Woche auch machen. Tinder-Flirt-Tipps von Erik und von Danny. Ja, aber die, ob man das schafft man nicht mehr. Aber ich fand's spannend. Ich fand das schon. Ob man die haben möchte, weiß ich auch nicht. Wir haben uns auf jeden Fall verabschiedet jetzt erstmal, denn wir gehen in ein verlängertes Wochenende, beziehungsweise kein verlängertes Wochenende, sondern in ein Wochenende. Das heißt, wir pausieren und sehen uns am Montag erstmal wieder. Genau. Und dann haben wir aber einen Gast und darauf freust du dich schon so sehr. Denn es ist Sandra Steffel. Ja. Die war im Dschungelcamp und wir wollten natürlich auch so ein paar Menschen mal kennenlernen, die eben bei solchen Trash- oder solchen Reality-Shows mitmachen. Und am Montag wird Sandra Steffel bei uns sein. Ich freue mich. Jetzt noch mal kurz zu Sandra rüber, aber es ist gleich vorbei, denn dann ist Brigitte Heidemann da und die freut sich natürlich auch auf die nächste Stunde. Jetzt noch mal der letzte Versuch, Sandra Plagemann zu erreichen, anonym XXL. Ich bin da. Noch also, bist du da, aber gleich bist du weg. Ich sag tschüss. Wir sagen auch tschüss. Und ach ja, Sandra, verabschieden wolltest du dich. Ja. Mein Gott, was bin ich denn uncharmant. Ne? Ja. Also alles Gute. Und bis morgen. Dir auch. Ich dachte, die ist arbeitet später auch noch mal weiter. Aber später. Nein, Brigitte ist 2 Stunden dran. Wir sehen uns am Montag wieder um 23:30 Uhr. Wir freuen uns drauf. Schönes Wochenende. Bis dahin, alles Gute. Viel Spaß jetzt mit Brigitte Heidemann.